Ja, hallo. Bevor es richtig losgeht, eine kurze Ankündigung. Mir ist nämlich ein Malheur passiert. Und zwar habe ich die ganzen Folgen, die ich aufgenommen habe, vom Ton her übersteuert, weil das Mikro versehentlich so weit aufgedreht war. Und naja, ich habe es ein bisschen nachbearbeitet, aber man hört es immer noch deutlich raus. Das Ganze geht jetzt bis Folge 340 so. Tut mir wirklich leid. Danach gibt es aber wieder vernünftigen Ton, versprochen. Jetzt aber mal los mit der Folge. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Resurrection. Ich bin's, der Black. Und nachdem ich mir ja das letzte Mal hier alles fertiggestellt habe, die thermale Ecke ist fertig, geht's an die mechanische Fertigung. Die Zerspannung kommt dann noch hier unten irgendwo hin, genauso wie die chemische Abteilung. Ich denke, die Zerspannung wird hier der Bereich sein und die chemische Abteilung hier in bekommt einen großen Bereich oder so eine Art. So werden wir das auf jeden Fall handhaben. So wird es gebaut, so ähnlich wie hier. Und ja, wir sehen schon, hier habe ich, einfach weil ich teilweise nicht so viele oder teilweise mehr Maschinen habe und ja, anders als hier selten was dazwischen quetschen muss, wie hier zum Beispiel oder hier, habe ich es halt so gemacht, dass ich ja, erstmal hier die Tür aufmachen und habe die alle aneinander geklemmt. So soll ungefähr der Aufbau sein. Ich werde natürlich wieder einige MFSU dazwischen klatschen, um da genug Strom zusammen zu bekommen. Mit einigen meine ich, ja, sehr viele. Ich denke, den einen, den ich da hinten habe, könnte ich da fast dazu abbauen, weil der in der Form nicht mehr gebraucht wird. Die Wände sollen hier sein. Das heißt hier, hier. Ob dieses Crafting-Feld hier noch so bleiben wird, weiß ich noch nicht. Wird sich zeigen, sobald wir alles andere haben. Also ansonsten, denke ich mal, können wir erstmal anfangen, hier das Zeug hier abzubauen. Die brauche ich nämlich nicht mehr. So. Hier hinten haben wir schon einen HS-Transformer. Kein MFSU, schade. Hätte ja klappen können. So, dann nehme ich mal die Eisenspitzhacke, ist vielleicht günstiger. Und nehme hier erstmal das Kabel weg. Flup, flup, flup. Oh. Puh, Glück gehabt. Molekular Transformer. Ich weiß nicht, ob man den auch mit der Spitzhacke abbauen kann. Ginge ja jedenfalls jetzt relativ leicht. Ich sollte mit der Spitzhacke aufpassen. Das habe ich ja schon mal gehabt. Den Molekular Transformer, den habe ich übrigens ganz vergessen. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Den habe ich vergessen. Den habe ich vergessen. Das soll aber nicht so bleiben. Das werden wir vorantreiben. Kommt er hier hinten in die Ecke? Den brauche ich relativ selten. Den brauche ich wirklich verdammt selten. Das heißt, wenn ich den jetzt hier hinten in die Ecke baller, ja, komm. Oder habe ich den, warte mal, habe ich den in Chemie eingelagert? Ich muss mal kurz gucken. Ich habe hier so einen schönen Zettel, da habe ich mir aufgeschrieben, was ich alles habe und was wohin muss. Also Chemie, Elektrolyser, Auto, Chemical Vacuum, Fuel, Trickster, Destillery, Sulfur, Separator, nee, Zerspannung, Pulverizer, Centrifuge, Cutting Saw. Ich habe den Molekulartransformer vergessen. Sehr gut, dass ich den jetzt abgebaut habe, das ist gut. Ich hau den einfach, ich setze das alles hier ein Stück nach vorn. Den Kompressor direkt an die Wand. Ne, den Assembler, der braucht ein bisschen Luft. Der ist schon in Ordnung. Dann, ich will den aber hier nicht anlassen. Den Polarizer, das geht, weil hier gerade so eine Ecke ist, das ist kein Problem. Den Molekulartransformer müsste ich dann wahrscheinlich mitten in den Weg setzen. Kommt der hier hin, komm. Arsch geleckt. Hallo, Schild. Hep. Molekular Transformer. So. Damit steht er auch. Ist hier mitten dann ein bisschen beengter, aber das ist ja egal. Wie gesagt, dadurch, dass das hier so schön weit wird, passt das schon. So. Wir fangen einfach mal an, indem wir den Implosion Compressor abbauen. Ich würde mal sagen. Ich würde mal sagen, ich habe ja die Energie gekappt. War vielleicht nicht so schlau. Stimmt ja, der hat ja durch die LV-Casings die Energie bekommen. Okay, dann müssen wir da mal ein bisschen umbauen. Heißt im Klartext, wir geben hier oben so ein LV-Transformator hin. So, ich weiß nicht, ob die Richtung stimmt. Werden wir gleich sehen. Ach, jetzt komme ich da nicht ran. Ja, E-Kabel. Jetzt komme ich ja da nicht ans RE-Kabel ran. Wisst ihr was? Da muss ich mal ganz kurz woanders was abbauen. Damit ich da wieder was anbauen kann. Und jetzt Nacht ist auch noch. Na gut, Nacht.
So, okay, hier sind keine RG-Kabel mehr verbaut. Das ist ja doof. Genau, weil dann, im Notfall muss ich mal zu dir rennen und die mir da mopsen. Oder ich gehe mal hinten rein und guck mal, ob ich da noch RE-Kabel irgendwo zu liegen habe. Lololop. Habe ich natürlich überhaupt nicht dran gedacht. Im Notfall, wie gesagt, kriegen wir das hin. Also hier liegen noch RE-Kabel. 1, 2, 3, 4. Huch. 4. Ich nehme die mal ganz kurz weg hier. Hatte mal dafür hier halt die Energieverbindung zu diesem ME-System. Das ist jetzt kurz aus. Das ist kein Problem. Ist ja nur, damit ich hier wieder einschalten kann. Ich glaube, hier muss ich das so drehen, dass das ja hier so liegt. Nee, nicht so. So, genau. Okay. Dann RE-Kabel 4. Ich mache das erstmal provisorisch. 1, 2. Okay. Das wieder ab. Eigentlich müsste jetzt Strom kriegen. Erstmal machen wir das hier weg. Das brauchen wir eh nicht mehr. Das ist eh rutzelig. Nee, kriegt er nicht. Heißt im Klartext, dass ich das hier verkehrt rum angebimmelt habe. Eben doch so. So. Jetzt aber Strom, komm. Gib Saft, Junge, gib Saft. Und kriegt er jetzt keinen Strom mehr? Hier hinten ist genug drin, ne? Nö, ist nicht. Gut, kann daran liegen. Wo habe ich jetzt die Kabel nach unten geleitet? Hier, ne? Das heißt im Klartext, ich klemme mal hier wiederum ab. So, so, so. Und der Hoffnung, dass ich jetzt wieder genug Saft sammelt. Es ist doch zum Kotzen hier. Ja, eine kleine ja, man kann schon fast Fehlfolge nennen, so wie das jetzt hier anfängt. So, wie sieht's aus? Energie ist da. Hier ist keine Energie, immer noch nicht. So, hier innen drinne, habe ich hier innen drinne. Ist das überhaupt alles verbunden? Oder habe ich da auch einen Block rausgehauen? Den Energy Acceptor habe ich rausgeballert. Vorher. Ja. Kann natürlich auch daran liegen, dass ein Teil davon keine Energie kriegt. So. Jetzt ist Energie da. Anschluss unten. Okay, muss ich mir nur merken. Dann geht das schon. So. Soweit, so gut. Jetzt habe ich das Teil hierher geballert. Das ist ja voll schlau. Gib mal her, ja. Mann, 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 Mann. So, RE-Kabel neu rausnehmen. RE. Strich. RE. Ne, RedNet heißt die Dinger. RedNet-Kabel. RedNet-Kabel. Das scheiß Diorit, das habe ich wahrscheinlich auch schon ewig im Inventar. Ich hätte es mal hier unten einlagern sollen, als ich noch Strom hatte. Hopp. 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 So, Saft dürfte wieder rein. Jawohl. Sieht gut aus. Die Energien laufen wieder. Meine beiden ME-Systeme sind wieder beide am Start. Das ist gut. Hier muss ich mir noch halt noch was einfallen lassen. Das kriegen wir aber hin. Ja, das wird schon. Das wird schon. So, Assembler, Foaming Press, Laser Engraver, Extruder, Wiremill, Bänder, Kompressor, Implosion Kompressor, Polarizer. Ja. Ist okay. Ist okay von der Anordnung her. ME-System läuft. Ich wollte hier hinten, ich wollte mir eine Schaufel holen. Genau. Schaufel. Ich wollte erstmal die ganze Erde, die ich jetzt hier habe, erstmal reinschaufeln. Das kann weg. Wirecutter brauche ich. Obwohl, den kann ich dann gleich brauchen wahrscheinlich. Aber erstmal nicht. Die Wrench werde ich gebrauchen. Den Schüssel kann ich mal kurz raus tun. Das Sonarium auch. Die schrägen Säulen auch. Die Transfer-Nudis werde ich bei Gelegenheit brauchen. Den Molekulartransformer, ich lagere erstmal ein. Ebenso wie diese RedNet-Energiekabel, die ich nicht mehr brauche. Ich benötige eine Schaufel. Genau, Schaufel. Aufel. Haben wir ja noch Glück. 3, juhu. Und dann noch eine Haltbarkeit, Effizienz. Mal schauen, wie lange die hier hält. Wir fangen an, indem wir das Ding hier auseinandernehmen. Blub, 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 blub. So, 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 so. Da ich den Molekulartrans... Molekular... Ihr wisst schon, wie das Teil heißt. Ja, hier hinten, das Teil da eben. Da ich den jetzt nicht so dringend brauche, den Implosion Compressor oder so heißt er, kann ich den auch direkt umsetzen und hinten hinpappen. Weil, ja, weil wie ist so. Machen wir das auch direkt. Heißt im Klartext, Wrench haben wir. Nimm, 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 nimm. Wird wieder eine Weile dauern. Aber was willst du machen? Ich sammle das auch alles ein? Ja, okay. So,
und so und so. Übrigens, ich weiß gar nicht, welcher Anschluss der jetzt dran ist. Ein MV. Das heißt, hier muss ich einen MV-Transformer basteln, damit er das runter transformiert. Weil ich habe nicht vor, jetzt nochmal einen HV für den Implosion-Compressor, also ehrlich. Ich sehe, obwohl, weißt du was, ich hab's doch eigentlich, ne? Ich hab's doch eigentlich, also mache ich das auch. So, komm. Einfach nur just for fun. Auch die, die zwei Ausgänge werden wir noch ein bisschen verbessern. So. Und so. Wenn, dann machen wir schon was Ordentliches hin. Was sind das eigentlich für ein Anschluss? Ach so, die Forming Press. So, den Major Voltage Transformer. Ich brauche gar keinen bauen. Ich habe ja einen hier. Ich baue den jetzt wieder so auf. Im Notfall kann ich das hier, wenn ich doch mal was Höheres brauche, nochmal auseinanderbauen. So. Ich baue den wieder exakt so auf, wie ich ihn hatte. Beziehungsweise nicht ganz exakt, aber so ähnlich auf jeden Fall. So, wir nehmen auf jeden Fall erstmal den Maintenance Hatch. Der kommt in die Mitte. Das wäre hier. Muffler Hatch brauchen wir jetzt erstmal nicht. Den Medium Voltage Transformer, den hätte ich gerne hier hinten. Und zwar nach unten am besten. Oder ist das egal? Ist das egal? Eigentlich ist es egal, aber ich mache den nach unten. Komm. Medium Voltage Transformer. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr raus. Immer wieder schlau, sich einzubuddeln. So. So. Damit mir da unten auch nichts spawnen kann. So. Okay, Medium Voltage Transformer haben wir. Solid Steel Casing Limestone. Komm. Da. Hast du wenigstens eine Aufgabe. Muffler Hatch. Input Bus. Input Bus haben wir hier. Der Input Bus kommt dieses Mal hier hin. Boom. Und der Output Bus, wobei ich da schon am überlegen bin, wenigstens da die Alu-Teile zu machen. Das werden wir auch machen, komm. Das sind Buses, ne? Bus, ja. Da machen wir wenigstens die Alu-Teile, damit da ein bisschen mehr reinpasst, das schadet nicht. Input Bus, da. Weil das dürfte jetzt nicht so lange dauern. Hüpp. Ja, die Dinger haben wir noch. Input Bus 1, 2. So. Habe ich nicht? Doch, wollte ich gerade sagen. 1, 2. So. Input Bus 1. Hep. 1, 2. Noch einmal Input Bus. Dankeschön. Und Output Bus. Input Hatch. Nee. Achso, ich habe auch. Output. Put Bus. Da. So, Output Bus. So. Sehr schön. Haben wir die ausgetauscht. Input Bus, Output Bus. Sehr gut. So, also hier hinten sollte der Output hin. Sollte der Output hier hinten hin? Wenn ich den jetzt hier hinten hinsetze, habe ich ja nicht mehr so. Nee, den machen wir keinen hin. Dann machen wir so eine Solid Steel Machine Casing hin. So. Bams. Den Input setzen wir hier. Das ist der Energy Hatch. Der alte. Aha. Ja, ist schon richtig, weil der Transformer hat hier nichts zu suchen. So, okay. In dem Fall, Output Bus, Input Bus. Okay. Input Bus, Input Bus, Input Bus. Kommt nach unten. Input Bus. So. Weil den werden wir genauso mit einem Safe bauen wie die anderen. Ich baue mal gleich einen Safe. Safe oder Tresor heißen die ja. Tresor. Und zwar den hier. Yep. Toll. Eisen. Hier ist es doch schon. Bin gleich wieder da. Ich hau mal schnell was in den Kompressor. So, hallo Herr Kompressor. Oh, da sind noch... Ja, ist gut. Ist toll. So, wo ist denn das Eisen hin? Da. Machen wir das so. Was steht hier? Delayed. Too late. For the late. Ich hau mal auch die Lapisblöcke hier rein. Brauche ich nämlich gerade nicht. So. So, also. Input-Bus haben wir.
Output-Bus können wir eigentlich vollkommen wurscht, wo wir den hinmachen. Den können wir hier hinten in die Ecke basteln. Ruffler Hedge, Output-Bus. Weißt du was? Den setze ich so hier. Weil dann kann ich auch, weil dann kann ich das wieder so machen, dass ich eine Sorting-Machine hinbastel. Und mit der den ganzen Müll, den ich nicht brauche, aussortieren lasse in einem Rohr. Ja. Also quasi die ganzen Dreck und so. Wobei es dann günstiger wäre, den hier vorne zu haben, aber naja, nee. Ist schon okay so. Ist okay. So. Output Bus hätten wir. Maintenance Hedge haben wir. Implosion Compressor kommt in der Mitte. Energy Hedge, den müssen wir noch setzen. Genau. Und zwar machen wir das einfach so, dass ich den Hup. Energy Hedge, das ist der hier, nach unten baller. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich hier rauskommen soll. Aber das ist eine ganz andere Frage. So, hopp. So, Energy Hedge nach unten, okay. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie muss ich den Kompressor anschließen. Ich habe das schon wieder vergessen. Den Energy Dingens. Ich glaube auch so hier. Ich glaube so hier. Dann sollte das passen. So. Das heißt, wir gehen einfach mal hinter. So. Machen den so. Okay. Hier kommt dann halt der GregTech-Strom ran. Den ich in HV momentan dann haben werde. Hier jetzt das Ding direkt anschließen geht ja nicht. Macht auch keinen Sinn. Insofern lassen wir das erstmal so. Wie gesagt, ich will den jetzt hier nicht angeschlossen haben. Oder noch nicht gleich. Insofern passt das. So. Output-Bus. Ja, Output-Bus können wir so lassen, denke ich. Oder lege ich den hier unten um die Kurve? Ich glaube, ich lege den hier hinten um die Kurve. Ist günstiger. Weil im Notfall komme ich dann auch mal hier hinten ran. Das wäre ja auch nicht so schlecht. So, Wrench. Okay. Ja, ist alles ein bisschen tricky, weil ich ja hier auf kleinsten Platz bauen will. Und kleinster Platz ist halt nun mal kleinster Platz. So. Den Implosion Compressor können wir gleich mal draufsetzen. Der kommt nämlich hier oben drauf. So. Dann hätten wir die Heat-Proven Machine Casings. Die wir prinzipiell, das ist der Input. Kann ich offen lassen erstmal, oder habe ich Limestone mit? Ja, komm. Setze ich mit dem mal hier rein. Bäm. So. Und mach hier erstmal zu. Halt. Dead. Bleib mal hier. So, und den Input oder den Muffler masseln wir noch hier in die Ecke hier. Blub. So, und damit müsste der hier jetzt eigentlich wieder doesn't belong here. Ja, die ganzen Fehler sind noch drin, müssen wir bei Gelegenheit rausfehlern. Das ist jetzt aber erstmal nicht von Interesse. So, hier hinten haben wir. Hier hinten brauche ich eine Sorting Machine. Wop. Dann mache ich das gleich. Sorting Machine, genau. Flip. Zwei Tubes. Tube. 1, 2. Papierkorb. Und den Mülleimer heißt das hier, ne? Mülleimer, machen wir uns gleich mal ein. Flip. So. Ich weiß nicht, ob ich zwei Tubes brauche, aber mindestens eine. So. So, das heißt, eine Tube hier hin. Schlipp. Die Sorting-Maschine rangebapst. Die eine Chest, nämlich diese hier, kommt hier hinten hin. Boing. Und hier hinten machen wir den Mülleimer hin. So. Flop. Und damit ist hier alles verbunden. Ich brauche noch mal kurz Paint, Farbe. Ich nehme mal Rot. Und Weiß. Rot ist der Müll. Da hinten ist noch ein Mülleimer. Hätte ich auch den nehmen können. Und Weiß
ist der ganze andere Scheiß. So, weiß hier rein. Rot ist der Müll. Wir gehen hier rein. Sortenmod, Automatik. Any item with default. Und zwar weiß. Default ist weiß. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, hier, ich will die ganze Asche, die da dazu kommt, die will ich nicht raustransportiert haben. Ja. Habe ich hier noch welche einstecken? Nein. Ja, dann ist das so, dass ich die dann halt hier in den Mülleimer leiten kann. So ist das geplant. Ist das nicht schlau? Ja, das ist nicht schlau. Ich würde aber trotzdem sagen, wir haben es soweit geschafft für heute. Weil, ja, die erste Maschine steht. Das ist ja schon mal wert. Das ist schon mal was wert. Das ist schon mal sehr wertvoll. Vor allem sehr, sehr, sehr wertvoll ist, dass wir hier nicht alle Maschinen craften müssen, sondern nur einen Teil. Das werden wir dann in den nächsten Folgen angehen. Oder genauer gesagt, in der nächsten Folge werden wir anfangen damit. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis denn. Tschüss.